Grüß Gott, Leute. Ich möchte euch heute ein Fantasy-Buch ans Herz legen, das nicht nur das Zeug zu einem Verkaufsschlager hat, da bin ich mir absolut sicher, sondern auch eines, das mir wirklich sehr gut gefallen hat, das mir viel Spaß bereitet hat. Und zwar geht es um das Buch Emerald, die Chroniken vom Anbeginn. Gleich vorweg, es handelt sich wieder mal, und das seid ihr inzwischen von Fantasy-Büchern gewohnt, um den Auftakt einer Serie. Es wird eine Trilogie. Nichtsdestotrotz, obwohl ich ja auch immer so ein bisschen Kritiker davon bin, irgendwie scheint jetzt jedes Buch Teil einer Trilogie zu werden. Trotzdem empfehle ich es weiter, und bevor ich euch sage, warum es so lesenswert ist, gehe ich ganz kurz auf die Geschichte ein. Die drei Geschwister Kate, Emma und Michael werden ziemlich früh von ihren Eltern getrennt. Wie das Ganze passiert und aus welchem Grund, das verrate ich an dieser Stelle nicht. Das findet ihr besser selbst heraus. Auf jeden Fall führt diese Tatsache dazu, dass sie über Jahre hinweg von Waisenhaus zu Waisenhaus geschickt werden und reisen. Am Ende landen sie auf jeden Fall in dem Herrenhaus des geheimnisvollen Dr. Pym. Was es mit diesem Herrenhaus auf sich hat, das möchte ich jetzt im Detail gar nicht sagen. Ich kann euch nur verraten, dass es sich um einen magischen Ort handelt und dass die Geschwister sehr schnell und auf wundersame Art und Weise eben herausfinden, dass das kein normaler Ort ist. Im weiteren Verlauf der Geschichte geht es dann um die Suche nach magischen Büchern und auch immer wieder um die Suche nach den Eltern. Ich habe ja am Anfang gerade gesagt, sie wurden früh getrennt von den Eltern, und natürlich spielt das auch im weiteren Verlauf des Buches eine Rolle. Und zur Geschichte soll das alles sein. Ihr seid das von mir nicht anders gewohnt. Ich halte mich da immer ein bisschen bedeckt. Wenn ihr mehr Infos zur Geschichte haben wollt, ich verlinke das Buch wie immer einmal in der Infobox. Dann könnt ihr selber lesen. Ich erzähle stattdessen jetzt noch ein paar Worte zur Stärke des Buches. John Stevens, der Autor, versteht es wirklich prächtig, Orten und Figuren Leben einzuhauchen. Mir ist es auch in einem Fantasy-Buch wichtig, dass ich mich in Situationen hineinversetzen kann. Und entgegen der landläufigen Meinung, dass das in fantastischen Büchern eben nicht möglich ist, bin ich schon der Überzeugung, dass auch ein Fantasy-Buch glaubhaft geschrieben sein kann. Das ist dem Autor hier sehr gut gelungen. Die Figuren sind sehr liebenswert gezeichnet, sehr glaubhaft gezeichnet auch. Ich habe mich insbesondere in die etwas zickige Emma verliebt. Ihr gehört mein Herz, das ist wirklich ein toller Charakter. Auch darüber hinaus kann ich sagen, dass das Buch sehr spannend geschrieben ist. Es ist sehr einfach, sehr flüssig zu lesen. Das hat, glaube ich, knapp 500 Seiten. Ich gucke mal ganz kurz, so 460 Seiten sind das in etwa. Und die könnt ihr wirklich, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, an einem Wochenende problemlos lesen. Es liest sich wirklich fast von selbst. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit und kann euch nur empfehlen, werft mal einen Blick in das Buch. Vielleicht habt ihr ähnlich viel Spaß damit, und ich würde sagen, zu dem Buch soll das alles gewesen sein. Und deshalb, ihr wisst es, bin ich hier raus, ihr seid im Bild. Wir sehen uns demnächst wieder, übrigens mit einem Kochvideo. Jawohl, ihr habt es geschafft, Papiertourist kocht mal wieder. Ich hoffe, ihr seid glücklich damit. Ich würde sagen, endgültig bin ich jetzt hier raus, ihr seid im Bild, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, adios, ciao.